Stopp! Wir sprechen heute über die Auferstehung und was im Hintergrund so passiert ist. Und vielleicht ist die eine oder andere Chance für uns doch dabei, trotz des gesamten Durcheinander, trotz der gesamten Krise, könnten wir vielleicht in Zukunft wirklich profitieren. Und deshalb ist heute ganz wichtig, bis zum Schluss dranbleiben. Wir sehen uns gleich wieder. Gesund und munter melde ich mich wieder zurück. Ich bin der Martin von den Blockchain Brothers und darf euch natürlich auch herzlich begrüßen. Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, auch wenn es momentan europaweit im Hausarrest endet oder in der Quarantäne, sind wir aber trotzdem bereit, hier immer wieder die besten Informationen über unseren YouTube-Channel zu organisieren und auch zu erzählen. Und dazu bin ich natürlich auch froh, wenn ihr uns einmal liked und vielleicht auch die Glocke aktiviert, dann seid ihr immer bestens informiert. Letzte Woche habe ich ja ein Video gebracht über die Auferstehung und die Maßnahmen. Mittlerweile werden in Österreich ja die Maßnahmen gelockert nach dem Osterwochenende. Da gibt es verschiedene Lockerungen. Die Leute können wieder in die Arbeit. Für uns Menschen wird ja trotzdem etwas zurückbleiben. Unsere Maskenpflicht, dass wir in Geschäfte wieder einkaufen gehen können. Aber das nennt jedes Land sein Eigentum. Deutschland hat nicht ganz so harte Maßnahmen getroffen. Werden wir schauen, wie es weitergeht. Donald Trump hat es überhaupt am Anfang beschwichtigt. Der hat jetzt eine 500.000 Infizierte. Und momentan sind wir, glaube ich, bei 2,5 oder 2 oder 3, fast 3 Milliarden Menschen im Hausarrest. Und ob das wirklich notwendig war, können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Ich glaube trotzdem, dass Corona schon sehr, sehr ernstzunehmend ist. Und ich glaube es auch, dass es hier nicht zu leichtfertig sein kann, denn es gibt noch bis dato keinen Impfstoff. Und wenn es keinen Impfstoff gibt, wird es auch Neuerkrankungen geben. Und dazu sind auch hier die Maßnahmen zum Erfolgen und auch beizubehalten, dass wir hier wirklich diesen Virus eindämmen. Was hat das wirtschaftlich für Folgen? Jeder von euch hat sich schon ausgemalt. Da bröckelt es richtig, es kommen große Insolvenzen auf uns zu, Arbeiter werden vielleicht in Kurzarbeit geschickt oder sind bereits schon beim AMS gemeldet, das wissen wir alle und man kann wirklich so sagen, in den letzten 4-5 Wochen hat sich nicht nur der Staat umgedreht, sondern auch unsere Freiheiten der Staatsbürger. Dazu möchte ich ja gleich umschalten, möchte einfach auf die letzte Folie vom letzten YouTube-Video die Auferstehung nochmal anschließen und da haben wir ja besprochen, was macht man, wenn ein neues System hier wirklich kommen möchte. Und ja, mittlerweile sind wir in der Phase, die Medien berichten, Schlagzeilen werden etwas Positives, genauso wie es wir vor 1,5 Wochen prognostiziert haben, muss das passieren, um wieder Geschäfte aufsperren zu können. Ob der richtige Zeitpunkt schon da ist, wirklich hier alles zu lockern, das steht in den Sternen. Wir werden es dann spätestens nach der zweiten Welle, die im Herbst ja nochmal kommen soll, über den Coronavirus auch da nochmal sehen. Und ich glaube auch nicht, dass es noch einen Shutdown gibt, da der wirtschaftliche Schaden bereits jetzt schon erheblich ist und sehr, sehr viele große Firmen auch bereits in Insolvenz sind. Und Tourismusbranche und Gastronomiebranche hat es natürlich auch erwischt. Ja, was ich natürlich auch nicht vollziehen kann, ist, dass momentan, deswegen auch ein bisschen späteres Video, dass momentan der Aktienmarkt und der Kryptomarkt noch immer pumpt und ich erwarte trotzdem noch große Rückschläge und das könnte für einen oder den anderen, für euch da draußen eine riesengroße Chance haben, der noch Fiat-Geld zur Verfügung hat, denn ich glaube, es wird noch viel zu viel heruntergespielt, denn wenn Insolvenzen passieren oder generell, wenn der Staat Schwierigkeiten hat, schlägt sich das meistens durch eine erste Welle durch im Aktienmarkt, durch die Panik, dann gibt es wieder eine Erholung, aber auf langfristig, wenn Firmen in Insolvenzen gehen, dann folgt meistens eine Welle, 3 bis 6 Monate später werden dann die Maßnahmen angezogen und der Dow Jones befindet sich heute aktuell auf fast 24.000 Punkte, überhaupt nicht erklärbar. Bitcoin einstweilen noch immer über 7.000 Dollar und auch ich warte hier noch, dass es noch einen richtigen Rutscher macht und ich bin auch noch gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Aber eines haben wir ja gelernt, der Kryptomarkt macht ja immer das, was er will, denn kleine Anzahl der Personen haben große Mengen an Coins und die können sich natürlich in dieser schweren Krise mit uns besonders spielen. Ja, mein großes Darlegen heute ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig. Ich möchte heute mal darstellen, was ist eigentlich im Hintergrund passiert. Nicht nur, dass wir jetzt unsere Eigenheiten oder unsere Freiheit verloren haben, sondern ich habe da was ganz Interessantes aufgebracht oder aufgenommen.
genommen. So, jetzt kommen wir richtig, die Corona-Wahrheit. Was ist wirklich so passiert? Vielleicht kann ich das noch vergrößern. Ja, Einschränkung der Bürgerrechte, die haben wir jetzt wirklich tatsächlich erlebt und diese Maßnahmen haben wir auch verfolgen müssen. Das Einzige, was mich hier wirklich in etwas Unmut stimmt, ist, dass es schon sehr, sehr spannend und ich glaube, da müssen wir auch in Zukunft etwas aufpassen. Wir sind freiwillig in Quarantäne gegangen, Einschränkungen durch Versammlungsfreiheit, also Bürgerrechte wurden einfach europaweit über den Haufen geworfen. Wir haben uns auch als Polizei und Bundesheer gewohnt, dass auch wirklich hier eine Rechtsprechung da ist. Und das große Abschaffen vom Bargeld, die haben uns jetzt alle gesagt, du, Bargeld ist schlecht, denn da können wir uns infizieren. Und da können natürlich auch andere Sachen noch kommen. Die letzten drei Punkte ist Gesetz für Zwangsimpfungen. Ja, natürlich, wenn es keinen Impfstoff gibt oder wenn neue Krankheiten da sind, wird das noch nicht möglich sein. Aber in Zukunft, wenn der Impfstoff da ist, dann kann es ganz schnell zu einer, ja, Pflichtimpfung kommen. Natürlich auch die totale Überwachung und zu guter Letzt haben wir eigentlich dann, was im Hintergrund passiert ist, nicht nur was wir spüren, dass wir zu unseren Großeltern nicht mehr fahren dürfen, Versammlungsfreiheiten, sondern tatsächlich ist etwas passiert. Und da habe ich ein interessantes Dokument gefunden. Ja, was die Bundesregierung in Deutschland bereits schon besprochen hat, sie haben so Fälle aufgegeben oder auch in Auftrag gegeben, was ist zum Beispiel, wenn Hochwasser passiert, was ist, wenn ein Bürgerkrieg herrscht oder ein normaler Krieg. Und da hat sich die Bundesregierung in Deutschland schon einige Blätter, ja, einen Notfallplan entwickelt. Und da wurde auch 2012 über Corona gesprochen, über den Virus, was ist, wenn eine Epidemie kommt. Und ja, ganz, ganz interessant, wo passiert das Ereignis, welches Gebiet und wie ist die Ausbreitung? Ja, die Ausbreitung erfolgt über den asiatischen Raum. Da habe ich noch eine Folie hergerichtet. Das heißt, wann passiert das Ereignis? Im Februar beginnt das Ganze in Asien, ist auch hier zum Nachlesen. Das Modell war damals noch nicht Covid-19, sondern es war ein anderer Virus. Und ja, Sie sagen hier einige Sachen voraus, die zu 100% zutreffen, dass es sich sehr, sehr schnell entwickelt, dass es auch über die Luft transportiert wird. Ich bin jetzt kein Virologe, aber dieses Schriftstück hat mir schon etwas zu denken gegeben, dass die schon im Vorhinein wussten, was hier wirklich passieren kann. Und deshalb wurde auch so schnell gehandelt über die Bundesregierung. Und deshalb haben auch die Maßnahmen so schnell gesetzt, da es einfach ein Handlungsblatt gibt, was muss ich machen, wenn. Und das hat die Bundesregierung eigentlich sehr, sehr schnell gemacht. Und jetzt wird auch hier die Lockerung veräußert, also zumindest hier in Österreich. Und das, was mich sehr, sehr traurig stimmt, ist, dass es bis zu 3 Jahre dauern kann. Und wenn kein Impfstoff hier wirklich verfügbar ist, das sieht man hier ganz oben, das Szenarium, ich kann das jetzt leider nicht markieren, dass es auch hier über den gesamten Zeitraum mit Maßnahmen zu rechnen ist. Und auch unser Bundeskanzler, der ja auch weit über den Grenzen bekannt ist, sagt auch hier eine Maskenpflicht voraus, auch für den kommenden Sommer. Also ich glaube, dass dieses Ding noch richtig Probleme macht für uns. Und Sie schreiben auch in diesen Maßnahmen, wie das so aussieht, was man auch machen muss, dass man mit einer zweiten Welle im Herbst nochmal rechnen muss. Es gibt bis jetzt noch keine Erfahrungswerte, ob wirklich dieser Virus mutiert. Das sagen Sie auch, dass er sich mutiert, sich besser entwickelt, wie die Menschenevolution macht das auch der Virus. Und ich glaube, ohne Impfstoff können wir mit diesen Maßnahmen noch einiges regeln. Ja, ich bin natürlich etwas befürchtet, wenn ich dann so eine Zeitschrift sehe oder so eine Möglichkeit, wo heute der Bürger auch hier angeboten wird, bitte verpfeift deinen Nachbarn, bitte verratet deinen Freund, wenn er etwas macht, was verboten ist, wie Versammlungsfreiheit, keinen Meter Abstand, vielleicht im Supermarkt keine Maske aufsetzen und die ganzen Maßnahmen, was wir gehabt haben, gibt es so ein Schreiben von der Berliner Polizei, mit 500 Euro wird diese Belohnung ausgesetzt. Ja, ob das das Richtige ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie das System neu wird. Ich glaube, mit diesen Maßnahmen, was wir jetzt so gewohnt sind, dass wir in der Öffentlichkeit im Supermarkt auch mit Maske durch die Gegend laufen müssen, ich glaube, das bleibt uns noch einige Zeit erhalten. Und wie die Schriftstücke auch hier von der deutschen Bundesregierung veröffentlicht wurde, dass es schon geprobt war, ist es, glaube ich, schon etwas bedenklich und der Virus sollte hier nicht zu unterschätzt sein. Und natürlich auch Panikmache. Wir haben auch all die Bilder gesehen, die vielleicht nicht echt waren von Italien, wie sie die Särge fotografiert haben, wo sie dann draufgekommen sind. Das war vom Schiffsunglück, wie damals die MSC umgekippt ist und. Über Nachrichten überschlagen sich. Aber ich glaube trotzdem, der Virus sollte nicht unterschätzt werden. Das andere Ding ist natürlich, dass wir hier einen Überwachungsstaat
ja, eigentlich die Tür öffnen. Sie sagen dann, wir wollen gerne eine Rotkreuz-App hier auf jedem Handy installieren und es werden keine Daten gesammelt, aber es wird dann gesammelt, wenn du dir eine Person zu nahe näherst oder einen Meter nicht Abstand hast, kriegst du ein Signal und. Ihr kennt alle dieses Spiel. Ich glaube, das ist schon hier ein großer Eingriff und da sollten wir auch vorsichtig sein. Wir können es aber nicht ändern, denn wir sind eigentlich nur Passagiere auf einem blinden Flug. Natürlich, die Chinesen sagen natürlich, Zentralbank möchte den digitalen Yen auf den Markt bringen. Ja, wenn das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Frankreich hat gesagt, wir wollen den digitalen Euro bringen. Ich bin etwas skeptisch, wenn die gesamte Kontrolle über ein elektronisches Wallet, also ein, so wie wir das kennen von der Kryptobranche, hier verstaatlicht wird, dann hat natürlich auch der einen Einfluss, denn der sagt auf einmal, okay, du hast die Strafe nicht bezahlt, du darfst heute nicht einkaufen, wir sperren dir einfach dein Wallet. Diese Gefahr ist natürlich schon, wenn das zentral ist und nicht dezentral und deswegen stehen ja wir Kryptonauten oder wir Leute, die mit der Kryptowährung zu tun haben, für Dezentralisierung und ich hoffe, dass sich das auch hier ändert. Momentan sieht es so aus, wie wenn der EU zerfällt. Flaggen werden in Italien angezündet, natürlich auch verständlich, der Chinese drängt den Markt hinein, der Russe macht sich wichtig, Amerika hat zu kämpfen mit einer 500.000 Infizierte und wir stehen erst am Anfang der Epidemie, zumindest weltweit. Also es darf auf alle Fälle gespannt werden, was das neue System bringt. Ich habe nur persönlich Angst, dass wir total überwacht werden, aber wir können es wirklich nicht ändern. Die einzige Chance, was ich jetzt noch sehe, ist, dass der Aktien- und Kryptomarkt wirklich noch fällt und alle Leute, die hier Fiat-Geld haben oder auch Bargeld zur Verfügung, glaube ich, können in die großen Gewinner sein von dieser Epidemie, wenn man das unter Anführungszeichen sagen kann, wenn es überhaupt Gewinner gibt. Aber man sollte auf alle Fälle auf der Hut sein und Aktienmarkt, momentan Dow Jones 24.000 Punkte, also knapp 24.000 Punkte, kann zu dieser Krise unmöglich sein. Meine persönliche Meinung ist, wir stehen da vor einer Blase und bald kommt die Stecknadel, dann zerplatzt sie, dann crasht der Kurs, der Aktienkurse und natürlich auch den Bitcoin wird es auch erreichen. Natürlich, das Halving im Mai ist nicht zu unterschätzen, also es kann rauf oder runter gehen, so wie wir es ja immer beschreiben und deshalb würde ich euch bitten, bitte lasst mir ein paar Kommentare da, was sagt ihr dazu, wie seht ihr den gläsernen Menschen, sind wir hier mit einer zentralen Währung wirklich gut aufgehoben oder sollte alles zentral sein oder dezentral sein, ist auf alle Fälle wichtig. Ein neues System kommt, das steht schon so fix wie in den Sternen, das ist schon im Buch niedergeschrieben, dass eine zweite Welle einer Epidemie kommt, wird wahrscheinlich auch im Herbst passieren und dass die Maßnahmen, die wir jetzt haben, in Zukunft beibehalten werden, ist auch so sicher wie das Amen im Gebet. Ja, ich wünsche euch trotzdem noch auf alle Fälle schöne Ostern. Wenn es was Dringendes gibt, melde ich mich vor Ostern nochmal. Ansonsten bitte feiert froh, bleibt zu Hause und ja, nützt die digitalen Medien, um untereinander zu kommunizieren. Danke fürs Zusehen und bis bald.